Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge The Evil Within 2 hier auf Trend17 TV. Euer T, wie immer, für euch am Mike. So, wir haben jetzt diese komische, ätzende Tarantel endlich verbrannt. Oh mein Gott, was war das für eine Aktion? Was haben Sie sonst? Und jetzt macht den endlich platt, Mensch. Und diskutieren nicht noch so lange rum. Oh, Myra, hilft mir super. Myra? Das war jetzt der fünfte Bossfight hintereinander. Sicherheit bleiben. Ich beschütze sie vor jedem, der sie mir wegnehmen will. Du hast es geschafft. Er ist tot. Hallo, nimm ihm das Ding weg. Seid ihr denn nur hohl in eurer Rübe? War ja klar. Ach, ihr seid auch dumm wie Brot, echt. Das war doch klar, dass er nochmal wieder aufsteht, der Spacken, Mensch. Wenn man so dumm ist, hat man das auch nicht anders verdient. Echt. Lily ist jetzt sicher. Wo ist sie? Holen wir sie und dann raus hier. So, dann, wollte ich mich noch mal eben ganz kurz Hallo sagen hier. Und wenn euch das Ganze gefällt, lasst bitte einen Daumen da. Das geht hier jetzt Schlag auf Schlag weiter. Ein Bossfight jagt den nächsten hier. Myra? Okay, jetzt ist überall so eine weiße, glibbrige Masse. Da geht's auf jeden Fall raus. Wir brauchen unbedingt Schießpulver und solche Sachen. Hier, wir haben 450 Gegner gehabt und 3 Schuss. Gott. Von diesem Ort ist fast nichts mehr übrig. Was hast du vor, Myra? So, Kältebolzen habe ich noch. Kann ich überhaupt irgendwer kann hier irgendwas herstellen inzwischen mal auch nicht. 0000000000000. Ein Harpunenbolzen kann ich herstellen. Wahnsinn. Die bringen auch nichts. Die Sachen, die nichts bringen, die kann man immer viel herstellen. Da sollten wir vielleicht nicht runtergehen unbedingt. Moin, Chef. Mega geil mit den Spiegelungen gemacht hier. Statt Verdammt. Diesen Ghostwire Tokyo Schwachsinn hättet ihr lieber einen schönen dritten Teil machen sollen hier. Das Spiel hat eh mega gefloppt, Ghostwire. Das gehören die ja auch noch zu Microsoft. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt besser. So,
So, jetzt können wir zumindest mal wieder ein bisschen was herstellen hier. Wow, ein Schuss. Wow. Der Wahnsinn. Ein Schuss und 40 Feinde. Nee, da können wir durch, ne? Was ist das? Blubber, blubber. Die Vase wollte er nicht kaputt machen. Da ist sie. Myra? Es ist vorbei. Holen wir Lilly und verschwinden wir, bevor wir für immer hier festsitzen. Wir bekommen unsere Familie zurück. Bitte. Ich weiß, du bist noch da drin. Hör auf! Verdammt, du musst mir zuhören! Myra, was ist los? Dagegen an! Ich kann nicht. Ich muss Lilly beschützen. Das hast du schon, Myra. Stefano kann ihr nichts antun. Und Theodore auch nicht. Sie sind tot. Ja. Mega geil gemacht. Gut. Geh. Sebastian, sofort. Verschwinde! Nein, ich lasse dich und Lilly hier nicht zurück. Myra! Scheiße! Was hat sie nur vor? Nice! So, mal eben gucken, ob wir irgendwas rocken können hier. War diese Tür schon immer da? Oh, ich glaube, viel haben wir, da können wir gar nichts machen. Ja, wie gesagt, man hat kaum was gefunden, weil man ja nur mit den Gegnern die ganze Zeit beschäftigt war. Und Glibber habe ich, glaube ich, auch nicht genug. Gucken wir mal eben. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Du siehst auch nicht so gut aus. 3. Ne. Das war's. Keine Chance. Ich konnte aber auch mit dem bisschen Munition nicht großartig noch mehr Gegner niederwalzen, weil es einfach zu wenig Munition war. Ich habe da in diesem Feuerschwall so viel Munition verballert, weil wir ständig angegriffen worden sind. Jetzt kriegst du alle 500 Meter hier einen Spiegel und kannst eigentlich gar nichts machen, weil du gar keine, ja, eigentlich gar keine Sachen hast. Runterklettern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was machst du denn, Mann? Ich will die Sachen auf...
Und da sind sie wieder. Mindestens 50 neue Feinde und wir haben überhaupt gar keine. Ich muss diese Dinger loswerden. Vielleicht schaffe ich es dann. Wir haben vor allen Dingen auch überhaupt keine Muni und nix hier. Ach, die Dinger muss ich auch noch platt machen, sonst geht's nicht weiter. Super. Gib mir mal die. Nee, die andere hier. Oh, hier sind auch noch Sachen drin. Oh, guck mal. Mega geil. Hoffentlich ist sie noch in der Nähe. Wieso macht so ein Studio so eine Rotze wie Ghostwire Tokyo? Ich verstehe das nicht. Ich kann mich da nur mal wieder drüber aufregen. Über so ein Rotzspiel. Die hätten lieber bei ihren Leisten bleiben sollen. Die haben so geile Horrorspiele gemacht. Ihr beklopptes Ghostwire Tokyo. Das interessiert keine Sau. Wie hat sich den Schwachsinn bloß einfallen lassen? Den Präsidenten da von Tango Gameworks ist das, glaube ich, den sollte man heute noch feuern. Der sich den Schwachsinn einfallen lassen hat. Myra, hör auf! Da sind noch mehr Viecher. So, ich muss erstmal wieder Muni machen. Wir haben schon wieder die nächsten 75 Feinde hier. So, Harpune. Zweimal Kältebolzen haben wir. Oh, die Explosivbolzen sind wirklich am geilsten. Verdammt. Noch mehr? Dafür habe ich keine Zeit. Okay. Das nervt doch langsam. Ja, das hat's jetzt auch gebracht, dass du in die falsche Richtung geschossen hast. Du wirst das Ding wieder mit. Geh doch dann eben doch hoch. Sieh. Jawohl. So muss das sein, Baby. Das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, hier hoch kommen die nämlich nicht. So, komm mal. Ach, da ist auch schon noch ein Vieh wieder. Also langsam langt's auch hier, echt. Da ist wieder noch ein anderes Vieh. Okay, ich habe hier, glaube ich, noch einen Schuss drin, oder? Oh, hier kommt von allen Seiten jetzt hier.
Reaktion? Ah! Wow, 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 wow! Von allen Seiten! Wow, 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 wow! 5000 Feinde und eine Kugel! Und die laufen mega schnell! Ja, ich hab auch keine Dixen mehr! Ist das nervig, ey. Kann ich irgendwas basteln? Ich hab doch 5 in der Pistole. Okay. Okay. Da muss ich die Viecher da in diese Öllache jagen. Kommt. Schieß dir die Eier weg, du Wichser! Jo, und von 20 Feinden, die man kriegt, man 2-mal Glibber. Sehr großzügig. Auch nichts mehr. Gucken, wir können aber eine Spritze wieder herstellen. Das ist schon mal gut. Und wir haben ja auch noch einen Erste-Hilfe-Koffer. Null. Wir haben nichts mehr. Keine Muni. Oder was? Null. Doch, wir haben noch 3 Schrotis. Wo ist denn diese blöde Shotgun nicht mehr hier? Okay. Wo geht das denn jetzt eigentlich weiter? Hier runter? Runterklettern, doch. So, kommt mal her hier. Ich höre da schon wieder, dass das nächste Monster ist schon wieder am An... Ist sie. Oh Gott. Kann ich da rein? Ich habe ja auch keine Bolzen mehr, oder? Ey, so schnell wie sich das bewegt, wie soll man denn da irgendwas schaffen können? Da ist überhaupt keine Sonne. Hier liegt auch nichts, gar nichts liegt hier, null. Ja, keine Sonne. Das kratzt den überhaupt nicht. Ich habe den jetzt schon 3-mal getroffen. Da hinten liegt noch irgendwas an Muni vielleicht.
Okay. Ach, wir haben's. Bitte lass das den letzten sein. Ja, langsam nervt's auch hier. Nur noch Endgegner. Also langsam ist es auch gut hier jetzt mal. Langsam reicht's. Wo muss ich denn überhaupt jetzt lang? Mann, das sieht alles gleich aus hier. Da ist auf jeden Fall Glibber. Das ist schon mal gut. Und da sind noch jede Menge Kisten. Da ist auch überall nichts drin. Super. Tolle Kisten. Aber hier sind noch Stuffies. Voll. So, ich sollte auf jeden Fall mal eben hier Heilung machen. Das bin ich nämlich gleich weg vom Fenster. So. Wie liegen wir da zeitlich? Uiuiuiuiuiui. Jetzt hier mittendrin aufhören ist auch nicht so geil. Kann ich nicht mitnehmen. Ich müsste zumindest den nächsten Speicherpunkt irgendwie kriegen hier. Ich habe nämlich wenig Interesse, das hier nochmal zu spielen. Ich glaube, das war hier lang, ne, oder? Myra! Perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir den nächsten Speicherpunkt. Du wirst Lily nicht wehtun. Ihr wehtun? Niemals. Ich liebe sie. Deine Liebe kann sie nicht beschützen. Das kann nur ich. Ich sagte, verschwinde. Spektakulär, richtig geil gemacht. Der müsste eigentlich schon lange tot sein, der arme Mann. Was der schon alles aushalten musste hier. Ich kann Lily nicht kriegen. So. Mr. Sebastian Castellanos muss sich jetzt erstmal ausruhen. Und wir ruhen uns jetzt auch erstmal aus. Bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Habt auf jeden Fall eine gute Zeit. Lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Vergesst das Abonnieren nicht. Ciao, ciao.